Christine, ja, es ist ein besonderes Vergnügen, dass du da bist, weil wir haben dich natürlich nicht ganz zufällig zum jetzigen Zeitpunkt eingeladen. Wir haben gewusst, dass dein vierter Melanova-Band rauskommt. Was wir nicht gewusst haben, ist, dass der Melanova Nummer 4 in den letzten zwei Wochen auf Platz 1 von der Bestsellerliste gestürmt ist. Und ja, dass du tatsächlich, das ist Shooting Star-mäßig. Ich glaube auch für dich neu. So, zack, rauf. Es ist nicht ganz neu, weil es ist schon beim letzten Buch ähnlich gewesen. Was aber neu ist, ist, dass ich zuerst mal mich selber fast ein bisschen unter Druck gesetzt habe. Weil wenn man mal so eine Nummer 1, ein Nummer 1 Buch hatte, vorher war mir doch das gleich gewesen. Vorher war ich glücklich gewesen, wenn das überhaupt auf die Bestsellerliste kam. Aber als der Bruder letztes Jahr auf Nummer 1 war, habe ich das Jahr schon gedacht, schaffe ich es echt wieder? Und merke es auch überhaupt jemand, wenn ich es nicht schaffe? Wahrscheinlich merke ich es nur ich, wenn es nur auf 3 oder 4 oder 5 kommt. Und darum bin ich schon ein bisschen nervös gewesen. Und habe mega Freude gehabt, dass es wirklich gerade von 0 auf 10 aufgekumpelt ist. Das ist schon cool. Warum? Warum ist es jetzt tatsächlich paff auf Platz 1 gewesen? Also ich meine, du machst sich ja Überlegungen, was ist der Coup gewesen, wo ist das beste Marketing, das gut gelaufen? Ja, das ist extrem schwierig zu sagen. Also ich habe letztes Jahr mehr Medien gehabt, Vorerscheinungstermin, aber das Jahr ist im Tagimagi ein grosses Porträt über mir erschienen und das Magazin vom Sonntagsblick hat etwas gemacht. Und ein bisschen vorher war noch etwas in der Schweiz illustriert, wo wir sie besuchen auf Sansibar. Aber insgesamt habe ich letztes Jahr mehr Medien gehabt. Ich glaube, es ist vielleicht wirklich langsam so, dass ich so eine Dauerkundschaft habe. Ich merke das auch viel bei Mails, die ich bekomme. Die Leute, die mögen fast nicht gewartet auf den nächsten Band. Und wenn er dann rauskommt, die sind schon einen Monat vorher bestellt. Und ich glaube, durch die Vorbestellungen längt es dann eben gerade, dass er dann gerade raufkickt, weil dann alle gerade am ersten Tag ausgeliefert werden. Ich glaube, das ist einfach, weil ich langsam so eine kleine, ich würde jetzt nicht sagen Fangemeinde, aber doch Leute habe, ja, die meine Protagonisten gerne haben und wissen, wie es weitergeht.